Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir in der Gewinnerregion, dem Magazin für Schwarzwald-Bar-Heuberg. In der Sendung heute haben wir diese Themen für Sie. Herzland Schwarzwald, das Projekt Artwood und der Kopf dahinter. Vorhang auf in der Ruine, das Burgspektakel Königsfeld. Und Nachwuchskicker auf Mario Götzes Spuren, U19-Fußballturnier in Oberndorf am Neckar. Wenn Gabi Dohm Klaus-Jürgen Wussow das Stück Kirschtorte reicht und das Ganze vor malerischer Kulisse stattfindet, dann riecht das schwer nach Schwarzwald. Oder besser gesagt Schwarzwald-Kitsch. Etwas, das in Jochen Schörzingers Bild seiner Heimat nicht so recht passen wollte. Darum entstand, versteckt im hübschen Tal kurz hinter Furtwangen, ein ganz besonderes Projekt. Artwood Black Forest oder Tradition is the Shit. Dass mir einen Nerv getroffen habe, das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es genau so geplant war, aber die Intention war schon auch die, dass ich eben ein Ventil schaffen möchte für den Schwarzwälder, dass er sich übers Textil outen kann als Schwarzwälder. Viele sehen das nicht, aber es geht ja darum, du musst ja das Konzept, du musst das Projekt ja auch authentisch anbieten. Und in dem Moment, wo es für dich authentisch ist, das kommt auch irgendwo beim Kunde an. Ja. Authentisch sein, das Ziel für Jochen Schörzinger und sein Schwarzwald-Label Artwood. Hier in Hübschental. Dort, wo in seinem Elternhaus, oder besser gesagt im Artwood-Headquarter, Schwarzwaldmode und Schwarzwaldkunst entstehen. Dort, wo Söhne eigentlich das werden, was der Vater macht. Der kreative Kopf Schörzinger zunächst auch, Werkzeugmacherlehre und dann mit 26 der Entschluss, Modedesign. Auch dort am Studienort lässt ihn die Heimat nicht los. Weiß ich nicht, ich glaube, das ist schon tatsächlich das, dass ich hab jeder Kollektion während dem Studium, in der ich frei war, habe ich schon ein Schwarzwaldkonzept eingekauft eigentlich. Ging nicht immer, manchmal ist das Thema einfach vorgegeben, aber in dem Moment, wo ich frei war, habe ich das immer ein bisschen schwarzwaldig angehaucht dargestellt. In den Designs der T-Shirts, in den Fotos und Prints. Überall finden sich diese Motive und das Gefühl wieder Heimat. Ich glaube, aktuell sind wir schon auf einem, ist schon Hype, dieses Heimatgefühl. Ja. Man muss aber bei jedem Hype immer aufpassen, dass man nicht überhypt. Der Schwarzwald ist eine touristische Destination. Der Schwarzwald ist schon seit Jahren Kult. Mittlerweile hat er einen anderen Kultstatus erreicht wie früher. Aber der Schwarzwald neigt auch zu Kitsch. Und man muss tatsächlich aufpassen, dass man nicht diesen neuen Hype wieder verkitscht. Ne? Schwarzwald atmet der Modedesigner quasi jeden Tag. Ich selber mache mir über das keine Gedanken, weil für mich ist Heimat was ganz Normales. Ich meine, guckt euch um. Ich gehe zu der Tür raus, stehe mit dem Wald. Ne? Ich glaube, erst wenn ich das mal nimmer habe, dann mache ich mir darüber Gedanken, was Heimat für mich bedeutet. Jedes Kleidungsstück, jedes Bild ein Statement. Ein raues, manchmal auch ein düsteres. Auf jeden Fall ungefiltert. Schwarzwald ohne Kitsch. Alles Teil eines großen Projekts namens Artwood. Genau wie die Schwarze Hilde, das Haus seiner Großeltern. Ein Ort, an dem Fotoshootings oder eine Ausstellung in Zukunft stattfinden sollen. Ein Stück Schwarzwaldgeschichte, authentisch ausgearbeitet. Und eine weitere der zahllosen Ideen Jochen Schörzingers. Also langweilig wird es uns nicht. Das ist Fakt. Ich sage auch immer wieder gern, bevor man die Idee ausgeht, gibt man definitiv das Geld aus. Ja. Das ist so. Eine alte Burgruine und eine Bühne im Freien. Das Königsfelder Burgspektakel bietet definitiv eine einzigartige Atmosphäre. Schon seit fast 20 Jahren begeistert das Kulturevent seine Besucher. Mit Familientheater, Kabarett oder den eigenproduzierten Aufführungen der Burgtheater AG. Bei denen in diesem Jahr vor allem die Frauen im Mittelpunkt stehen. Und vielleicht hättest du ja auch mal deiner Katharina danken können, dass sie heute wie an jedem Tag wieder dafür gesorgt hat, dass alle satt werden.
Katharina von Bora, Frau von Martin Luther. Sie ist eine der Frauen berühmter Männer aus Geschichte und Mythologie. In Christine Brückners Werk kommen diese zu Wort und sprechen über das manchmal doch recht schwierige Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das Besondere an diesen Monologen von Christine Brückner, ungehaltene Reden, ungehaltene Frauen, ist eigentlich durchgängig so die weibliche Selbstverwirklichung. Seit nun fast 20 Jahren findet es statt, das Burgspektakel auf der Ruine Waldau. Jedes Jahr im Juli heißt es dann Musik, Kleinkunst und Theater. Und das unter freiem Himmel. Der Spielort ist eigentlich einzigartig. Ja. Er ist sowohl akustisch hervorragend geeignet für Theater, auch für Musik. Wir haben ja auch Musikveranstaltungen. Als auch einfach vom Ambiente, von der Stimmung her. Individuell und einmalig. In Königsfeld gilt das Burgspektakel schon lange als etwas ganz Besonderes. Auf die Beine gestellt von der Gemeinde Königsfeld und vielen engagierten Ehrenamtlichen. Damit aus dieser einen Erbse eine Mahlzeit für. Ich glaube schon, dass man sagen kann, das hat sich auch in unserem Kulturleben, das relativ vielgestaltig ist, wirklich etabliert. Und es wäre nicht wegzudenken gewesen, wenn wir eben diese Burg, die ja dem Land Baden-Württemberg gehört, nicht mehr bespielen hätten können. Das wäre vor 3 Jahren beinahe der Fall gewesen. Das Problem? Ein unzureichendes Sicherheitskonzept. Um die Spielstätte zu retten, investierte die Gemeinde rund 70.000 Euro in die Sicherheitsarchitektur. Auch das Land Baden-Württemberg hat sich beteiligt. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellt. Auch dieses Jahr wollen sich viele Zuschauer das einmalige Ambiente nicht entgehen lassen. Das Wetter spielt dabei keine Rolle. Wir fragen dann irgendwann mal von der Bühne runter, sollen wir aufhören? Aber in den allermeisten Fällen wollen die Leute nicht. Die sind ausgerüstet, die kennen das hier, mit Regencapes und Schirmen und warm angezogen. Und dann muss man spielen. Ja. Egal ob Sonne oder Regen, die echten Burgspektakel-Fans, die kommen sowieso. Liebe aber ist dann da, wenn wir anderen dienen wollen. Käthe! Wenn in der Allianz Arena die Durchsagen des Stadionsprechers klar zu hören sind, dann steckt dahinter, wen wundert's, Know-how aus unserer Region. Nämlich die über 90-jährige Erfahrung von WHD aus Deislingen, unserem Unternehmen des Monats. Mehr dazu gleich hier bei Wir in der Gewinnerregion. Herzlich willkommen zurück. Ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern mit Sitz in Deislingen sorgt mit seinen Lautsprechern dafür, dass beispielsweise in der Münchner Allianz Arena Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik gut hörbar und verständlich sind. Nicht das einzige Großprojekt in der 90-jährigen Geschichte von WHD. Doch auch Soundsysteme, Lautsprecher und Audioelektronik für den privaten Bereich und die Industrie zählen zur Produktpalette. Wir haben uns mit dem Geschäftsführer Stefan Huber beim Unternehmen des Monats umgesehen. Ein Lautsprecher wird im Akustikmessraum auf Herz und Nieren geprüft. Audiolösungen, auch für jeden noch so ungewöhnlichen Einzelfall. Das ist der Anspruch des Unternehmens WHD in Deislingen. Ja, besonders stark sind wir in der Individualität. Wir haben eine eigene Lackiererei. Wir haben eine komplett eigene Entwicklungsabteilung, eine Produktion und können so schon ab einem Stück bis zu richtigen Großserien die Produkte fertigen. Lautsprecher in ansprechendem Design oder der unsichtbare Lautsprecher. Eine Produktneuheit, für die das Unternehmen nun von der Initiative Mittelstand die Auszeichnung Innovationspreis IT 2017 erhalten hat. Ja, das ist der Wavebreaker, ein unsichtbarer Lautsprecher, der verputzt, gestrichen, tapeziert werden kann. Die Musik wird per Bluetooth oder WLAN auf den Lautsprecher drauf gestreamt und somit entsteht dann ein vollkommen unsichtbares Soundsystem, was im Klang einem normalen Lautsprecher in nichts nachsteht.
WHD verbindet bei seinen Audiosystemen Funktion und Design und schafft dank eigener Forschung, Entwicklung und Produktion den optimalen Hörgenuss. Schon der Fußballnationalspieler Mario Götze hat hier mit seiner Mannschaft einst um den Sieg gekämpft. Und auch in diesem Jahr beim internationalen U19-Fußballturnier standen sicher wieder unzählige Nachwuchstalente auf den Rasen in Oberndorf. Für eine besondere Überraschung sorgte das heimische Team Schwarzwald mit Spielern aus der Region Schwarzwald-Bar-Heuberg, das sich unter den großen Profiteams behauptet hat. Doch sehen Sie selbst. Der SC Freiburg im Freudentaumel. Mit einem 1:0 nur wenige Minuten vor Schluss gewinnt die Mannschaft das Finale des internationalen U19-Turniers gegen FSV Mainz 05 in Oberndorf. Erstmals seit 24 Jahren, seit es das Turnier gibt, standen sich zwei deutsche Teams im Finale gegenüber. Für eine besondere Überraschung sorgte übrigens auch das heimische Team. Das Team Schwarzwald, das die Auswahl aus der Region darstellt, hat sich zum zweiten Mal erst fürs Halbfinale qualifiziert. Das ist natürlich für die Jungs ein Riesenerfolg, denn die waren mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Mannschaften, die man schon fast unter Profibedingungen trainieren. Ne? Also super, besser geht's nicht. Wir würden auch von unserer Seite her natürlich das Turnier einordnen in der Spitze Deutschlands, auf jeden Fall. Es gibt noch zwei, drei andere Turniere, eins in Dortmund und in Stemwede und so weiter. Wenn man die Nationalspieler betrachtet, die hier auflaufen, ich würde mir sagen, es sind 100 bis 150 Nationalspieler. In diesem Jahr hier sind wir in der ganz oberen Liga deutschlandweit und auch europaweit. Die Veranstalter hätten sich in diesem Jahr zwar etwas mehr Zuschauer gewünscht, doch blicken schon jetzt gespannt ins kommende Jahr, der 25. Ausgabe, bei der nur Mannschaften antreten sollen, die das Turnier schon einmal gewonnen haben. Es ist Ferienzeit und für alle, die gerade nicht im Urlaub weilen, gibt's auch in der Region eine Menge zu entdecken. Über 80 Veranstaltungen in einer Nacht, das bietet die Tuttlinger Nachtkultur. Am 9. September dürfen sich Besucher über zahlreiche Führungen, Lesungen, Theateraufführungen und Konzerte freuen. In diesem Jahr sind unter anderem die Blues- und Soul-Musikerin Tabia Luisa und das bekannte schwäbische Kabarett-Duo Kecheles zu Gast. Los geht's um 19 Uhr. Mehr Infos gibt's im Internet unter www.trio-k.de. Das war schon wieder von Wir in der Gewinnerregion. Alle Beiträge und Folgen können Sie wie immer auf unserem YouTube-Kanal nochmal ansehen. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend Ihnen und machen Sie's gut.